Fußball hat mich ja mein ganzes Leben schon begleitet. Ich habe als kleiner Junge schon angefangen, als ich angefangen habe zu laufen. Bin mit 5 Jahren im Verein gelandet. Und das war für mich immer mit am wichtigsten. Das ist einfach eine Leidenschaft, die man zum Beruf machen konnte. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Ja, ich bin Stefan Kießling, mittlerweile 35 Jahre alt. Und ich habe jetzt 12 Jahre in Leverkusen aktiv Fußball gespielt. Habe es geschafft, über 400 Spiele zu machen. Durfte bei der WM 2010 in Südafrika dabei sein. War Torschützenkönig 2013. Und habe eine unglaublich schöne Zeit gehabt als Fußballer. Die letzten beiden Jahre meiner Karriere waren auch ziemlich heftig und schmerzhaft. Hatte große Hüftprobleme und das Gleiche ging auch in den Rücken rein. Für mich war Kraft immer ein bisschen schwieriger. Ich war in Nürnberg und da bin ich Profi geworden. Und wir hatten dann etwas einfachere Verhältnisse, würde ich sagen. Und da gab es keinen großen Kraftraum. Da gab es 2, 3 Geräte und wir waren da noch nicht so regelmäßig drin. Erst als ich dann hierher gekommen bin, ist es etwas größer geworden. Beim Krafttraining ist es halt wichtig, dass man schon darauf achtet, dass man die Übungen einfach auch richtig ausführt. Das ist unheimlich wichtig, weil man dadurch seine Muskeln natürlich aufbauen kann, seinen Körper richtig stellen kann. Und wenn man es eben nicht so gut ausführt, dann kann es natürlich auch passieren, dass es irgendwo anders mal zwickt. Ich war wirklich leidenschaftlicher Fußballer, das bin ich immer noch. Mir persönlich fehlt es auch, da unten auf dem Platz zu stehen. Trotzdem, nach der langen Zeit und nach der langen Karriere bin ich froh, eben jetzt auch was gefunden zu haben, was mir unheimlich Spaß macht, dass ich im Verein bleiben konnte und dass ich das dann auch so ausüben kann. Und das ist ja ganz wertvoll. Ich bin Familienvater, nicht nur Sportler. Für mich ist es unheimlich wichtig, oder egal in welchem Beruf man ist, ist es wichtig, dass man seinen Körper fit hält, dass man ja eben mit den Kindern spielen kann, dass man im Alltag ganz normal durchs Leben gehen kann. Daher ist es eben wichtig, einen ausgewogenen Körper zu haben und regelmäßig Sport zu treiben. Und das sind Dinge, glaube ich, die unheimlich wichtig sind.